Herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ikarus im fünften Beta-Wochenende mit dem Mythen-Update. Und ihr seht, hier liegen die Bäume um. Es war gerade Sturm. Und ich habe bis jetzt leider auch keine weitere Höhle oder ähnliches gefunden. Oh. Und habe aber zwischenzeitlich ein bisschen. Ja, ein bisschen gejagt, ein bisschen Steine abgebaut und bin ein Level gestiegen und jetzt müssen wir erstmal gucken hier, Mensch. Puh, der Sturm war ganz schön heftig, würde ich sagen. Also hier hat es echt die Bäume umgehauen. Aber meine Butze hält wieder super. Kann man nicht anders sagen. Also sich da in so einer Höhle häuslich einzurichten, finde ich super duper. Das klappt echt klasse. Oh oh. Was ist denn das, was hinter mir her ist? Was war denn da hinter mir her? Ich meine, irgendwas hat mir wehgetan. Aber was? Herrschaftszeiten. Bis jetzt hatte ich voll die Ruhe hier. Easy peasy. Bis auf das Geflacker. Von den. Ach, du warst das. Mensch, sag das doch gleich. Ist also auch jetzt ist auch noch untergegangen. Ja, komm, wir nehmen den mal so mit. Kann man den doch besser abbauen. Was hat der Kumpel denn hier gewollt auf einmal? Wo kommt der denn her? Interessant. Naja, dann haben wir auf jeden Fall ziemlich viel Pelz. Das finde ich gut. Weil vielleicht können wir uns ja sogar noch eine zweite Bettrolle machen, weil die erste habe ich jetzt andauernd hier. Aber. Oh. So, auf jeden Fall ein Spawnpunkt schon mal gesetzt. Hier seht ihr schon, ich habe die Schmelze. Ich habe auch schon ein bisschen was geschmolzen, aber es reicht halt bei Weitem noch nicht, um überhaupt den Amboss herstellen zu können. Und aber jetzt kann ich mir endlich so eine Flasche herstellen. Und ja, es ist wieder sehr zäh, aber ich muss auch ein bisschen an die Zeit denken. Deswegen dachte ich, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen auf die Pirsch. Mach's jedes Mal, ne? So, wie machen wir das? Wo ist denn die Pulle jetzt? Ach, da unten. Da rein. So. Genau, jetzt wird sie aufgefüllt. Wir lassen die mal auffüllen. Füllen auch mal unser Wasser auf. So. Also ich war schon ein bisschen fleißig im Off. Es kam auch, ich glaube, jetzt mittlerweile 3 oder 4 Mal Sturm und Regen und Unwetter. Aber ich habe halt gesucht, aber noch keine weitere Höhle gefunden bis jetzt. Und das ist ein bisschen meh. Aber naja, was soll ich tun? Kann sie ja nicht herbeizaubern. Ich würde nur sagen, warte mal, wir bereiten uns jetzt schon mal ein bisschen vor. Wir bauen schon mal das Wichtigste, was wir so brauchen für unterwegs. Und zwar. Ist das Fleisch fertig geworden? Dann gehört wie ein Fauchen. Ja, dass hier gleich ein Wolf in der Butze steht. Und zwar, ihr wisst, 2 Dächer.
Oder vielleicht noch ein Dach bauen. Ja. Sehr gut. Und ein Lagerfeuer zum Mitnehmen. Brauchen wir auf jeden Fall. So, das haben wir, das haben wir. Lagerfeuer haben wir. Das ist wichtig für unterwegs. Weil ich habe gedacht, wir laufen jetzt einfach mal so ein bisschen hier so lang. Hier scheint es einen Durchgang zu geben. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Höhlen. Weil ich wäre tatsächlich gerne ein bisschen besser ausgestattet. Hier habe ich mir auch die Feuersteinpfeile freigeschaltet. Das Wort habe ich gesucht. Aber ich wusste nicht, dass die mit Eisenerz gemacht werden. Regenauffangbecken finde ich hier ein bisschen uninteressant. Also wir haben ja genug zu trinken. Die Textilbench, die müssen wir noch machen. Genau. Ich wollte mir nämlich auch noch Rüstung machen. Ich weiß jetzt zwar nicht, was für eine Rüstung da... Also ich würde jetzt sagen, die Stoffrüstung ist eigentlich am besten für die Wüste. Aber auf der anderen Seite sind wir am besten geschützt mit... Fehlt immer noch Holz? Am besten sind wir geschützt mit Leder. Aber ich, wie gesagt, bin mir da nicht sicher. Oh, sind die ganzen Bäume jetzt despawned, die hier umgekippt sind? Schade. Ja, dann muss ich schon mal neu fällen. Find route to cave. Find cave on map. Ja, das haben wir ja. Und dann gehen wir einfach mal los. Wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen aufnehmen, weil ich habe sehr, sehr viel Zeit jetzt schon im Off verbracht. Aber ich wollte wenigstens die Bettrolle haben, dass wir die Nächte überspringen können. Ich hätte halt auch gerne noch eine zweite. Zum Mitnehmen quasi. Aber ich denke mal, uns wird schon gleich noch so der eine oder andere Wolf begegnen. Gut, weil hier hoch geht's dann in die Richtung, wo wir eigentlich hin müssen. Und da würde ich halt auch gerne noch hin. Aber wir gucken jetzt erst nochmal schnell nach den Klamotten. So, Textilbench können wir jetzt herstellen. Ich brauche auch nichts Außergewöhnliches. Fertig. Die Frage ist halt nur, wo können wir die noch hinstellen. Ja, klappt doch. So, weil hier brauchen wir überall unglaublich viel Leder für. Und für die Stoffsachen brauchen wir halt nur, in Anführungsstrichen, nur Fasern und davon die aber in rauen Mengen. Gut, dann würde ich sagen, das packen wir mal hier rein, das packen wir da rein, das deaktivieren wir mal. Hier packen wir noch mal 20 ein. So, das packen wir mal hier rein. Stöcker. Komm, das finden wir eh wieder. Hier noch ein bisschen Stein. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Pfeile ich jetzt eigentlich noch habe. Aber so viel habe ich nicht verbraucht, weil das Schöne ist ja, dass man die echt wieder kriegt. So, das reicht erstmal. Ich habe mir zwischenzeitlich auch Knochensperre und sowas gemacht. Die sind doch ein bisschen was anderes als die Steinsachen. So, dann holen wir jetzt noch ein paar Fasern. Würde ich sagen, und dann gehen wir mal auf in die Richtung, in die wir sollen.
Wie gesagt, am liebsten wäre es mir, wenn wir noch einen Wolf begegnen, dass wir uns noch eine zweite Bettrolle machen können. Finde ich so sehr optimal. Und ich habe gesehen, es gibt eine Armbrust, die man sich freischalten kann. Also die wäre ja schon so meins. Ich schieße ja unheimlich gerne in den Spielen mit Armbrust. Also das, da sehe ich mich. Also die würde ich mir gerne freischalten. Nur man kriegt halt echt wenig Punkte pro Level. Aber ja. Langsam nähert sich das Eichhörnchen. Wie gesagt, ich würde am liebsten im Beta-Wochenende einfach hier komplett 2 Tage durchzocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Spiel auch so unglaublich viel Spaß macht. Aber das geht halt nun mal leider nicht. Jetzt habe ich irgendwas eingesammelt, was ich gar nicht brauche wahrscheinlich. Ja, für diese komischen Hefeteile. Kann man zerstören. So, mal gucken. Was wir uns jetzt herstellen können. So, das wollte ich noch nehmen. Und hier oben reinpacken. Okay, das hat jetzt 9 Oxidsteine gekostet. Ich räume das immer gerne aus der Kiste ein bisschen raus. Quatsch. Das hat nur 1 Schwefel gekostet. Okay. So. Weil dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz in der Kiste. Das ist immer so mein Hintergedanke. So. Dann gucken wir mal. Kopf. Nein. Oberteil. Unterteil. Arme. Beine. Obwohl, das sieht schon sehr nach plus 1% Hitzewiderstand. Ja, ist nicht viel, ne? Plus 1%. Das ist... ja. Okay, also es hat auf jeden Fall gereicht, was wir gesammelt haben. Gut. Können wir beim Technikbaum sehen? Nee. Können wir hier drin vielleicht? Nee. Aber wenn wir hier vielleicht mal das Kopfteil machen. Was brauchen wir dafür? Ich will mal gucken, wie viel das nutzt gegenüber dem anderen. Schmeißen. Plus 4 physische, plus 3 Kälte, minus 1 Hitze. Okay, also sind die Ledersachen kontraproduktiv hier. Also haben wir das richtig gemacht. Und uns die Stoffklamotten craftet. Na, immerhin. Besser als nicht. So. Jetzt sind wir schon mal gut verpackt. Jetzt ist die nächste Frage. Was brauche ich noch für eine weitere Bettrolle? Und dann müssen wir echt gucken, alle Beeren mitnehmen. Trinkschlauch. Obwohl, die werden halt so schnell leer, ne? Aber besser vielleicht 2 mitnehmen. I don't know. Bin mir da immer ein bisschen unschlüssig. Das Hammer, Lederhammer, Essenhammer, Antiparasitenpaste, Hammer, Mama. Das lassen wir hier. Das nehmen wir mit.
Ja, das haben wir alles. Wir brauchen wirklich nur noch sieben Fellen, ne? Problem ist nur, dass die auch kaum Fell bringen. Also am meisten Fell bringen echt die Wölfe. Aber immerhin zwei. Sehr schön. So, wir machen uns vielleicht noch eine kleine Kiste. Ich bin immer gerne auf alles vorbereitet. Backen mit Suppe. Ja, ich weiß, es dauert wieder ewig, aber nein, so, das sind alles Sachen. Das würde ich gerne alles mitnehmen. Das auch. Und das lassen wir einfach alles so hier, wie es ist. Wie gesagt, wenn ich jetzt noch mal nicht so weit weg irgendwie Metall finden sollte, gehen wir natürlich schon mal zurück und machen uns Metallsachen, ganz klar, keine Frage. Einfach abwarten, Tee trinken. So, das haben wir alles. Hier hinten. Fackeln mache ich mal aus. Die lassen wir an. Jetzt nichts. So, wir gehen jetzt hier einfach mal ein bisschen suchen. Dachte schon. Wollte nämlich sagen, von hier oben kam nämlich eben der Wolf. Wasser, das, okay. Ja, irgendwann müssen wir ja mal ein bisschen aufbrechen. Und wie gesagt, auch Bären ist das Wichtigste. Hi. Weil da, wo wir jetzt hinlaufen, gibt es, glaube ich, auch kein Wasser mehr. Also bin eben schon mal. Ich habe sie doch schon wieder gehört. Er ist mir quasi vor die Füße gefallen. Habt ihr das gesehen? So. Perfekt. Jetzt können wir uns nämlich auch noch eine Bettrolle herstellen. Das ist, was ich wollte. Jawollo. Andererseits finde ich das gar nicht so schlecht, wenn wir in Anführungsstrichen nur mit dem Knochen-Equipment und so unterwegs sind, weil wenn wir sterben, verlieren wir das wenigstens nicht alles. Weil warum soll ich mich hier Gott weiß wie equippen und habe vielleicht das Pech, mein Grab nicht mehr zu finden? Und dann habe ich die ganze Zeit umsonst gearbeitet. Klar, ist es so härter gegen manche Tiere, keine Frage. Aber wir schlagen uns ja ganz gut durch. So, wo sind wir?
würde halt echt gerne gucken wollen, ob es hier irgendwo... Tut mir leid. Tut mir leid, kleiner Hoppelhase. Der hat jetzt echt 4. Ich habe eben keine Ahnung, wie viele Hasen gekillt. Die hat nicht ein Fell. Er hat jetzt direkt 4. So. So ein bisschen hier angucken. Das Flackern. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Oh, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Wir haben eine Höhle gefunden. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.